Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit euch über eine Frage sprechen, die ihr gestellt habt. Und zwar, hey Laura, ich habe beim Stillen oder beim Fläschchenfüttern häufig mein Handy in der Hand. Ist das in Ordnung oder sollte ich irgendwas verändern? Und ich dachte, hey, das ist eine gute Frage und das betrifft einfach ganz, ganz viele von uns. Und natürlich habe ich auch selber häufig das Handy in der Hand gehabt und war irgendwie abgelenkt und habe irgendwas gemacht beim Stillen oder Fläschchenfüttern. Und genau deshalb dachte ich, hey, komm, wir sprechen darüber. Worauf sollte man achten, wenn man sein Baby füttert? Und das Erste ist, in Verbindung gehen, in Kontakt treten mit seinem Kind. Das heißt, am besten habt ihr euer Baby beim Füttern auf dem Arm. Beim Fläschchenfüttern ist es immer schön, wenn man den Arm auch mal wechselt, also mal von der einen und mal von der anderen Seite füttert, damit die Kinder auch mal den Kopf nach links und nach rechts drehen. Und beim Stillen gibt es ja ganz viele verschiedene Stillpositionen. Entweder stillt man halt so, wenn man das Baby im Arm hat, aber es gibt ja auch Stillpositionen wie im Liegen auf der Seite, aber auch da kann man ja gut Körperkontakt herstellen. Also wie gesagt, euer Baby auf dem Arm füttern oder Körperkontakt herstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt denen einfach Nähe, Geborgenheit und Sicherheit. Und da trinkt es sich doch einfach am besten und dabei schlummern sie dann auch am liebsten ein. Der nächste Punkt ist, versucht doch Blickkontakt mit eurem Baby herzustellen. Also versucht es einfach anzuschauen. Häufig ist es so, dass sie ja dann doch mal zwinkern oder mal gucken und einfach auch den Blickkontakt suchen und erwidern und euch natürlich auch wahnsinnig gerne einfach anschauen. Von daher schaut euer Baby an, beobachtet es gerne. Es ist auch klar, dass das nicht bei jedem Stillen und Fläschchenfüttern möglich ist. Manchmal bin ich nämlich auch einfach mit eingeschlafen, wenn ich zum Beispiel auf der Seite gestillt habe. Da habe ich natürlich Marlene nicht die ganze Zeit beobachtet. Aber wie gesagt, versucht immer wieder Blickkontakt herzustellen und einfach euer Baby anzuschauen. Mein Name ist übrigens Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und selber Mama von 4 Kindern. Und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babyjahre. Und wenn ihr noch mehr über diese ganzen Themen erfahren wollt, dann schaut auch unbedingt bei unserem Kursprogramm vorbei. Denn dort haben wir einen Fit in der Schwangerschaft-Kurs, einen Geburtsvorbereitungskurs, einen Stillkurs und einen Rückbildungskurs. Das heißt, wenn du noch auf der Suche bist, dann schau unbedingt hier vorbei. Und der nächste Punkt ist, beobachtet euer Kind. Ich finde das immer wieder so beeindruckend. Man hat die Mäuse schon so, so oft angesehen und jedes Mal fällt einem wieder was Neues auf. Oh, wo kommt das denn her? Dieses kleine Detail habe ich noch gar nicht festgestellt. Das ist irgendwie neu oder ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, auch das schüttet einfach immer wieder wahnsinnig viele Glückshormone aus und ist einfach total schön, immer wieder neue Facetten an seinem Baby festzustellen und immer wieder festzustellen, ja, wie besonders diese kleinen Mäuse sind. Von daher schaut euer Kind einfach ganz, ganz viel an. Ich finde, man lernt währenddessen auch immer ganz viel über die Bedürfnisse der Kinder, wenn man sie beobachtet und einfach dann merkt, hey, das funktioniert jetzt irgendwie gerade ganz gut, diese Position oder wenn ich das Baby so halte, all diese Dinge. Ich finde, man lernt dann auch immer ganz, ganz viel über seine Kinder und merkt einfach, hey, was sind die Bedürfnisse und was beruhigt mein Baby vielleicht auch besonders gut, wenn ich es so halte oder wenn ich es parallel streiche oder wenn ich das Füßlein massiere. Das ist halt wirklich bei jedem Kind auch sehr individuell und das muss man auch erstmal rausfinden und das funktioniert am besten, wenn man die Kinder ja einfach gut beobachtet. Und der nächste Punkt ist, Körperkontakt herstellen, Nähe herstellen. Also schaut wirklich, dass ihr ja ganz viel Körperkontakt mit eurem Baby herstellt, dass ihr ganz viel mit ihnen kuschelt beim Fläschchenfüttern wie beim Stillen. Auch gerne nackten Körperkontakt herstellen. Einfach auch wirklich mal sich echt oben ohne hinsitzen und das Fläschchenfüttern oder kuscheln. Die Kinder lieben das, wenn sie sich so an euch dran kuscheln können. Es beruhigt sie einfach wahnsinnig, dieser nackte Hautkontakt. Dann ist es natürlich einfach schön kuschelig warm. Zudem hören sie euren Herzschlag. Auch das ist ihnen bekannt aus dem Bauch schon und beruhigt sie einfach sehr. Sie spüren eure Atmung, also wie sich euer Brustkorb hebt und senkt. All das sind Dinge, die halt unterbewusst ablaufen, aber die sich total positiv auf euer Baby und auch auf euch auswirken können. Ich muss sagen, ich bin auch immer ganz müde geworden, wenn das dann so kuschelig, wohlig war. Dann bin ich auch immer so ein bisschen runtergekommen und mit müde geworden. Und es ist einfach total schön, also genießt das. Und das nächste ist, sprecht mit eurem Baby. Erzählt ihm einfach irgendwas von eurem Tag oder ja, irgendetwas, was euch gerade beschäftigt. Ich habe häufig mit Marlene gesprochen, was gerade die Geschwister gemacht haben oder was wir jetzt heute noch vorhaben. Oder habe sie beobachtet und dann mit ihr gesprochen, hey, du bist ganz müde, das merke ich. Und also ja, dass man einfach mit den Kindern in Kontakt kommt, sie anspricht. Häufig habe ich sie dann auch bei ihrem Namen angesprochen oder mit dem Kosenamen. Ja, währenddessen ist es auch ganz oft so, dass ich sie einfach gestreichelt habe und auch darüber nochmal Körperkontakt hergestellt habe und einfach auch gemerkt habe, dass sie das sehr, sehr beruhigt und entspannt hat. Häufig am Anfang des Stillens war sie noch so am Fäusteln, so ein bisschen angespannt, weil sie halt auch hungrig war. Und dann irgendwann haben sich die Hände langsam geöffnet, sie hat sich entspannt. Und dann hat man auch gemerkt, okay, und jetzt wird sie immer müder. Dann ist sie auch häufig eingeschlafen. Nicht immer natürlich, aber häufig ist sie dann ganz gut zur Ruhe gekommen. Also wie gesagt, auf jeden Fall Kommunikation mit eurem Baby. Sprechen, 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 sprechen. Und auch wichtig, immer der Situation angepasst. Also wenn ihr merkt, euer Baby ist müde,
müde dann einfach auch so ein bisschen beruhigend und so ein bisschen runterkommt sprechen. Das ist auch nochmal wichtig. Wo wir zum nächsten Punkt kommen, es ging ja am Anfang eigentlich ums Handy. Also Störquellen und laute Geräusche würde ich immer versuchen zu minimieren. Auch gerne natürlich beim Stillen, beim Fläschchenfüttern das ausmachen und wie gesagt den Fernseher vielleicht ausmachen, das Radio ausstellen oder alles wirklich leise machen, dass die Kinder einfach diesen Moment gut genießen können und einfach auch gut zur Ruhe kommen können. Und ja, wie gesagt, häufig schlafen sie ja auch währenddessen ein und vielleicht kennt ihr das von euch selber. Also ich kenne es zumindest von mir, wenn ich so kurz vorm Einschlummern bin und dann irgendwie nochmal ein lautes Geräusch kommt oder mein Handy bimmelt und ich dann wieder aufwache oder so aus dem Schlaf hochschrecke. Das macht mich dann echt manchmal so richtig unruhig und irgendwie bin ich dann total angespannt. Und das kann man sich ja einfach auch gut vorstellen bei den Babys. Das ist halt einfach sehr, sehr ähnlich und es hilft natürlich, diese lauten Umgebungsgeräusche runterzufahren. Und auch zum Thema Handy, da ich ja über den Blickkontakt gesprochen habe und dass es einfach ja total wichtig ist und auch schön ist, Blickkontakt mit seinem Baby herzustellen. Wenn man natürlich parallel die ganze Zeit aufs Handy schaut und das Baby schaut euch an und ihr schaut zum Handy, dann merken die Kinder das natürlich auch, dass der Blick woanders hingerichtet ist. Und man muss sich auch immer bewusst machen, dass man ein bisschen andere Mimik hat, wenn man aufs Handy schaut. Manchmal guckt man ja auch so versteinert oder ganz ernst oder macht einfach so, ja, zieht halt einfach gar keine Mimik, weil man gerade mit was anderem beschäftigt ist und abgelenkt ist. Und für die Kinder ist es einfach wahnsinnig beruhigend, wenn man sie anschaut, Kontakt mit ihnen herstellt, Bindung zwischen dir und deinem Baby zu stärken. Und deswegen kann es auf jeden Fall sinnvoll sein, das Handy auch immer mal zur Seite zu legen. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist und manchmal ist man einfach dann auch am Handy oder muss kurz eine Frage beantworten. Aber dass man einfach sich das so ein bisschen bewusst macht, das ist das, worauf ich eingehen wollte. Und natürlich sollte man das Ganze auch nicht verteufeln. Es ist einfach auch so, wenn man gerade frisch gebackene Mama ist, oder frisch gebackener Papa. Man ist ja häufiger weniger unterwegs und auch manchmal weniger in Kontakt mit anderen Leuten, weil man einfach gerade mit dem Baby viel beschäftigt ist. Und da ist das Handy einfach eine ganz, ganz gute Möglichkeit, um auch im Austausch zu bleiben mit anderen Personen oder mit der Familie etc. Und für sich selber auch, um so ein bisschen das Gefühl zu haben, okay, ich nehme noch am Leben teil. Weil manchmal war es wirklich so, dass ich mich aufs Sofa zurückgezogen habe und da den ganzen Tag saß und irgendwie dachte so, oh ey, ich habe heute nichts mitbekommen. Ich war nicht mal einen Schritt vor der Tür. Da war es manchmal so, dass mir das ganz gut getan hat, zwischendurch mal aufs Handy zu gucken. Deswegen, ich finde es immer wichtig, die Dinge nicht zu verteufeln, aber einfach ein Bewusstsein für sich selber zu entwickeln und auch zu merken, okay, mein Baby braucht mich jetzt gerade, das ist einfach wichtig, dass ich jetzt Körperkontakt herstelle, mit ihm spreche oder einfach, ja, meinem Mäuschen in die Augen gucke und dann das Handy zur Seite lege. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Momente, wo die Kinder vielleicht auch direkt einschlafen und dann wirklich auch tief und fest schlafen. Und da habe ich dann auch öfter mal aufs Handy geguckt oder wie gesagt in der Familienchat-Gruppe geschrieben oder ein Foto rübergeschickt. Das ist völlig normal und in der Regel auch überhaupt gar kein Problem. Also wie gesagt, ein gutes Gleichgewicht, das ist einfach wichtig. Und natürlich ist es auch so, dass das jeder ganz individuell für sich entscheidet und einfach gucken muss, hey, was ist für uns da die beste Lösung? Und jetzt würde mich interessieren, wie ihr das macht. Also schaut ihr beim Fläschchenfüttern oder beim Stillen aufs Handy oder legt ihr das ganz weg? Macht ihr irgendwie Bildschirmzeit oder sagt ihr, nö, das gehört einfach zu meinem Alltag dazu und das ist immer dabei? Würde mich einfach wahnsinnig interessieren, mich mit euch hier darüber auszutauschen und einfach auch zu sehen, wie jeder das so zu Hause handhabt. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps. Dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, freue ich mich ganz doll drüber. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert unbedingt den Kanal und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video.